Ciao zusammen, willkommen zurück zu Black Desert Online, unterwegs mit unserer Magierin, und wir verfolgen die Hauptstory. In der letzten Folge haben wir das erste Mal alle Quests vorgelesen. Ich mache jetzt mal so ein bisschen so weiter. Ich bin gespannt, ob das den einen oder anderen doch noch ein bisschen interessieren mag, weil ich finde es tatsächlich immer so ein bisschen schade, gerade bei solchen Spielen. Ich weiß, wenn es nicht vertont ist, ich bin ja auch so, lese ich es eben auch nicht. Und dennoch steckt doch von den Entwicklern ziemlich viel Ehrgeiz und natürlich Herzblut dahinter. Und wir können dann wirklich sagen, okay, wir wissen, um was es geht. Die Story ist gut, die Story ist nicht gut. Im Moment stehen wir beim Beinhaus und wir müssen mit dem Hauptmann sprechen. Und zwar, es geht, fragt Hauptmann, also Hauptmann, soll das nicht Hauptmann heißen? Ich weiß nicht. Nach anderen Besuchern des Beinhauses. Wer die letzte Folge nicht gesehen hat, sollte dies noch unbedingt wieder nachholen. Gerne natürlich in der Playlist, und dann vergesst ihr nicht, bitte ein Däumchen nach oben da zu lassen und den Kanal zu abonnieren, die Glocke aktivieren, dann verpasst ihr keine weiteren Folgen mehr. Solltet ihr Interesse haben mitzuspielen, sprich auch vielleicht der Gilde beizutreten, nehmt doch den Link in der Infobox bei mir und kommt zu mir ins Discord, dann können wir das weitere besprechen. Okay, so, genug gequatscht, was das betrifft, sprechen wir mit ihm. Bäh, dieser Gestank, jetzt reißt euch aber mal zusammen. Vielleicht liegt ihr ja dem gleichen Fluch wie dieser Narr. Ich soll euch sagen, wer sonst noch dieses Beinhaus besucht hat. Na, wer sich so deutlich ausdrückt, dem muss es ja gut gehen. Abgesehen von der Familie Bartali gibt es hier nicht viel Besuch. Manchmal kommen ein paar Kinder zum Spielen hierher. Die würden sich aber wegen der unheimlichen Atmosphäre nicht hineingetrauen. Ach, da fällt mir ein. Elionische Priester aus Kalfion kommen regelmäßig her. Sie wollen hier scheinbar diesem Fleck Erde Elions Segen erteilen oder so ähnlich. Dabei kommen sie im Grunde nur ihr annektiertes Land überwachen. Wie bitte? Es scheint, als ob ihr... ich weiß ja, dass ihr hier fremd seid und unter Amnesie leidet. Ich hoffe aber, euch ist nicht entfallen, dass dieses Land von Balions derzeit unter der Herrschaft Kalfions steht. Deshalb könntet ihr auch dem Priester euren Respekt zollen, wo ihr schon mal da seid. Wem genau? Ich spreche von dem elionischen Priester Ottavio. Hinterlasst bloß einen guten Eindruck, verstanden? Da, er ist in dem Gebäude dort drüben und hält Predigt für die Gläubigen. Ihr solltet ihn aufsuchen. Oh, mein Pferd sollte ich vielleicht auch mitnehmen. Suchen wir diesen Priester doch mal. Warte! Stopp! Ich habe eben, ich kann ja bereits, nur zur Erklärung, weil ich nämlich oft die Wegführung nutze, ich kann eigentlich bereits die Kamasilvia-Quest hier machen. Zwar ich nämlich gerade falsch, weil vorhin die Hauptstory, weil ich so schön der Reihe nachgehe, war oben. Das habe ich nämlich gerade falsch geklickt. Fand ich gerade ein bisschen komisch, dass das so weit sein soll. So, wir laufen besser. Da ist der Priester. Jegliches Streben nach Unsterblichkeit ist Ketzerei und verbotene Alchemie. Sprecht mir nach. Jegliches Streben nach Unsterblichkeit ist Ketzerei und verbotene Alchemie. Der Tod folgt dem himmlischen Ruf von Elion, dem Herrn. Nur Ketzer widersetzen sich ihm und wollen Gott nicht nach sein. Ich habe euch hier noch nie zuvor gesehen. Ihr müsst hier sein, um Elion, unserem Herrn, ein Gebet darzubringen. Seid willkommen. Elion gibt allen mit gehorsam Herzen seinen Segen. Nun lasst uns beten. Beten wir, dass die beunruhigenden Geschehnisse der letzten Zeit vorübergehen. Jegliches Streben und Unsterblichkeit ist Ketzerei und verbotene Alchemie. Nur dank eures alten Königs, der diesem erbärmlichen Alchemisten verfallen war, konnte Balenos zu dem werden, was es heute ist. Schaut euch unsere große Republik Kalfion an. Während der etwas langweiligen Predigt macht sich im Hintergrund jemand bemerkbar. Was meint ihr damit, beten? Zu Ella oder Elli oder wie der Name war? Das Einzige, was sich durch Beten zu verbessern scheint, ist die rote Robe dieses Mannes da. Ich bin hier, weil ich euch etwas mitteilen muss. Die Einwohner mögen euch. Auch der Narr, dessen Leben ihr gerettet habt, bedankt sich bei euch.
Das Oberhaupt möchte mit euch sprechen. Oha. Ich glaube, wir machen zu Fuß mal weiter. Möchte mit uns sprechen. Okay. Oh, endlich lernen wir uns kennen. Willkommen in unserem Dorf Velia. Ich heiße Igor Batali und bin das Oberhaupt von Velia. Wie ich hörte, habt ihr den armen Narren gerettet, der von der dunklen Energie besessen war. Meister Alustin sagte, dass ihr bei eurer Ankunft hier zunächst von den Bewohnern gemieden wurdet. Ich möchte mich im Namen des Dorfes dafür entschuldigen. Aber eure Geschichte verbreitete sich schnell, sodass euch jetzt jeder willkommen heißt. Was mich zu meinem nächsten Punkt bringt. Ich möchte euch um einen Gefallen bitten. Ihr müsst wissen, ich habe eine Enkelin. Oje, von der müsste ich mir jetzt wieder etwas anhören. Ich soll euch nämlich bitten, sie zuerst im Gasthof aufzusuchen. Oh, ich spreche von meiner Frau Islin. Wie oft hat sie mir nicht gesagt, dass sie euch treffen möchte? Wie wäre es denn, wenn ihr euch in unserem Gasthaus zum Mondlichthof etwas ausrühren würdet? Es ist dort vielleicht nicht sehr nobel, aber ihr könntet es euch sicher gemütlich machen. Müssen wir da noch irgendwie quatschen? Nee. Alles klar. Tun wir ihm den Gefallen. Da ist sie doch. Meine Güte, anscheinend hat mein Mann es doch nicht vergessen, euch hierher zu schicken. Es freut mich, euch kennenzulernen. Ich bin Islin. Willkommen in unserem Gasthaus zum Mondlichthof. Islin, bitte, noch eine Ladung Kartoffeln vom Winterhof? Wie oft habe ich nicht gesagt, dass die Kartoffeln der nördlichen Getreideplantage von Kalfion viel besser sind? Aber... Wozu denn diese teuren Kartoffeln? Ich möchte von Zutaten aus Kalfion nichts mehr hören. Sie sind einfach viel zu teuer. Wie wäre es mit einer Erfrischung, wenn ihr hier kurz warten würdet? David backt gerade einen leckeren Laib Brot. Oh, hat mein Mann zufällig von unserer Enkelin erzählt? Seit einiger Zeit hat sie Albträume und wirkt immer abgezehrter im Gesicht. Schwester, das ist ja lange her. Wie ist es euch ergangen? Anscheinend habt ihr auch etwas zugenommen. Das Oberhaupt muss ja sehr gut zu euch sein. Du meine Güte, aber ihr seid doch gerade erst nach Heidel gezogen. Wie geht es euch denn? Macht ihr nur einen kleinen Ausflug? Moment, da ihr das Baby dabei habt, ist dem wohl nicht so. Also, die Entscheidung fiel uns nicht leicht, aber wir kommen tatsächlich endgültig zurück. Könnt ihr euch vorstellen, wie viele Steuern der Großhofmeister derzeit verlangt? Ich dachte ursprünglich, dass es in Heidel aufgrund seiner Größe besser für uns ist als hier. Mehr Kundschaft und so. Aber das Leben in einer Großstadt war dann doch nicht so einfach. Großhofmeister? Ihr meint Jordin Dukas? Diesen Namen habe ich schon lange nicht mehr gehört. Der sieht ja schon gut aus. Blair, möchtet ihr euch kurz im Gasthaus umsehen? Ihr bekommt im Handumdrehen leckeres Brot von Herrn Finto. Alles klar. Haben wir das Finto hier? Stammgast, nee, warte, ich bin falsch. Ich kann ihn irgendwie... Ist der das? Sprecht mit den... Doch. Sprecht mit den Gästen. Vom Narr gibt es im Gasthaus keine Spur. Ach, ihr wart am Hügel? Seid ihr vielleicht auf der Suche nach dem Narren aus Heidel? Bestimmt war er vorhin hier. Er ist hier sowas wie eine Berühmtheit, wisst ihr? Lotetschi habt ihr gesehen, wo der Narr hin ist? Ich glaube, der ist wegen neuer Arbeit zum Oberhaupt. Er will nicht mehr Narr sein. Hey, bei ihm braucht ihr euch gar nicht erkundigen. Hat keine Ahnung von nichts. Der reagiert nur auf Likör und vergisst die Geschehnisse des Tages. Dieser Narr wurde anscheinend von der kalfionischen Händlergilde Xian aus Heidel verbannt. Seine Rolle war die eines Streifenhörnchens als Köder für den Adler. Klingt seltsam, was? Der Adler steht für Kalfion. Und die Szene ist urkomisch. Der Adler Kalfion, der sich von einem flinken Streifenhörnchen ködern lässt. Das hat die kalfionische Händlergilde Xia mit Sicherheit verärgert. Aber was hätten sie tun können? Solange Heidel unter Kalfions Herrschaft steht, können sie nicht protestieren.
Es ist doch überall das Gleiche. Egal, jedenfalls soll dieser Narr zu Hause bei Großhofmeister Jordan höchstpersönlich angestellt worden sein. Dass sich der junge Jordan derart zum Schlechten verändert hat, liegt vielleicht daran, dass er so unter Calfions Unsinn gelitten hat, meint ihr nicht? Okay. Noch zum Wirt. Ich habe gerade das Brot für den nächsten Morgen fertig gebacken. Mond fertig gebacken. Es schmeckt sehr gut zu meinem besonderen Saft. Ich mag Leute ja, die meinen Kochkünste zu schätzen wissen. Leute wie ihr, die es nur wegen des Duftes meines Essens hierher zieht. Okay. Belohnung auswählen. Eigentlich bekommt ihr mein Essen auch nicht mehr umsonst. Diese kostenlose Mahlzeit ist nur eine Ausnahme, weil das Oberhaupt mich darum gebeten hat. Habt ihr schon von der Enkelin des Oberhauptes gehört? Die Kleine ist so gutherzig, aber in letzter Zeit wird sie immer kränker, seitdem sie diese Albträume hat. Verdammt, schon wieder eine faule Zwiebel. Naja, all die durchgeführten vorzeitlichen Rituale im Beinhaus, all die herbeigerufenen berühmten Ärzte konnten nichts für sie ausrichten. Einige vermuten dahinter die Sünde des Hauses Bartali in der Zeit von Burg Kron. Aber das ist doch Ewigkeiten her. Warum sollte das etwas damit zu tun haben? Sprecht, ach so. Nee, warte, der ist wo? Hier. Mit ihr. Igor ist für mich einfach... Ah, Islin, jetzt habe ich Igor gelesen. Wir machen kurz erstklassigen Wein durch. Bisschen Freundschaft, ne? Jetzt habe ich es gerade irgendwie... Sprecht erneut mit Igor Bartali. Ist doch gar nicht... Das ist doch... Hä? Das ist doch nicht sie. Habe ich doch richtig gelesen. Blöde Wegführung. Da ist er. Ihr habt Brotkrumen am Mund. Habt ihr euch genügend ausgeruht? Ihr könnt gerne noch ein paar Tage in unserem Gasthof bleiben und in einem weichen Bett übernachten. Wir können auch ruhig ab und zu über Abenteuer plaudern. Ich bin inzwischen zu alt für Abenteuer. Abenteuer. In letzter Zeit erlebe ich aber ein Abenteuer im Traum. Es geht in diesem Traum um ein Monster. Ich trage eine glänzende Rüstung und ein scharfes Schwert. Ich suche nach dem Versteck des Monsters in dem Albtraum. Ja, es geht um das Monster des Albtraums, unter dem meine Enkelin leidet. Wie ich hörte, habt ihr den Narren gerettet, der unter einem Albtraum litt, nachdem er von einer dunklen Energie verzehrt wurde. Kann ich etwas von eurer Zeit haben, wenn es nicht zu viel verlangt ist? Bitte, untersucht den Albtraum, der meine Enkelin plagt, mein geliebtes Kind. Der süßen Kleinen bleibt nicht mehr viel Zeit. Sie verschafft sich nur noch vorübergehend mehr Zeit mit einer magischen Halskette. Wenn ihr zu einem ruhigen Schlaf helft, erhaltet ihr von mir im Gegenzug vollste Unterstützung auf dem Weg, euer verlorenes Gedächtnis wieder zu erlangen. Wart ihr schon auf dem Übungsgelände des Dorfes? Warum geht ihr nicht einmal hin und trefft Talentlehrer Tachros? Er ist der ganze Stolz des Dorfes. Er kümmert sich um die Halskette, die aus der Ferne kommt und dem Albtraum den Garaus macht. Okay, dann schauen wir mal bei ihm vorbei. Da ist der Riesenmensch. Also, Held, was führt euch hierher? Kann ich euch ein paar Kampftalente beibringen? Das Oberhaupt hat euch das Überbringen der Halskette aufgetragen. Dann müsst ihr ein ganz schönes Kaliber sein, wenn euch das Oberhaupt vertraut. Es ist gut, sich sein Vertrauen verdient zu haben. Seht ihr die da drüben? Sie trainieren richtig hart und schwitzen, was das Zeug hält. Ihnen ist eben bewusst, dass die Welt da draußen kein Kinderspiel ist. Nur damit ihr das wisst. Das Oberhaupt war der größte Abenteurer überhaupt und niemand kam besser in dieser Welt zurecht als er. Sich seines Weges und seiner Weisheit zu bedienen, ist tatsächlich der eigentliche Beginn der Reise. Hier ist die Halskette, die ich aus einem fernen Land mitgebracht habe. Sie ist von einem Geist erfüllt, der den Albtraum vorübergehend austreiben kann.
Nun solltet ihr aufbrechen und Emma Bartali aufsuchen, die in aller Munde ist. Hoffentlich wirkt diese besondere Kraft, die ihr mit euch tragt, auf sie. Sollten wir uns beeilen und dir diese Kette bringen? Wo steckst du? Wir nehmen die Abkürzung. Jetzt hätte ich mein Pferd mitnehmen. Ja, jetzt hätte ich sicher mitnehmen sollen. Ja, klar. Ja, ist egal. Emma. Ihr habt mir meine Kette gebracht. Ich nehme an, Tachros hat euch damit zu mir geschickt. Ohne diese Kette habe ich oft schreckliche Albträume. Ich hätte die Kette eigentlich selbst abholen sollen. Vielen Dank nochmals. Ja, ihr wollt mehr über meine Träume wissen? Oh, nun, seht ihr den Ewatz-Hügel dort drüben? Ich sehe immer gequälte Seelen, die dort leise vor sich hin weinen. Jedes Mal, wenn ich versuche, sie zu trösten und auf sie zugehe, scheint es so, als würde etwas den Weg versperren. Dann erscheinen diese Schwarzgeister mit ihren knopfgleichen roten Augen aus dem Nichts und verfolgen mich. Was? Sagtet ihr, ihr werdet den Ewatz-Hügel einmal auskundschaften? Dieser Ort ist von Goblins verseucht. Das ist zu gefährlich. Aber wenn ihr wirklich den Ewatz-Hügel sehen wollt, rate ich euch zuerst, Grusha aufzusuchen. Lasst euch nicht von seinem Äußeren täuschen. Er ist eigentlich sehr sensibel und weise. Das ist doch der Goblin, glaube ich, oder? Pferd habe ich natürlich jetzt nicht dabei. Wo wir uns wahrscheinlich jetzt nämlich auch für einen Questweg entscheiden sollten oder müssen. Grundsätzlich gibt es ja 3 Storylinien. Also wenn man die ganze Story wissen will, müssen wir 3-mal spielen und uns jeweils für eine andere Linie entscheiden. Da ist er. Ich war gerade dabei, mich auf die Sache zu kümmern. Warum fange ich schon an, wie ein Goblin zu reden? Genau, da müssen wir uns jetzt entscheiden. Kreuzung der Goblins bei den Ruinen. Kreuzung über Goblins, Entscheidung, die unsägliche Wahrheit über Giat. Ja, wie wir uns entscheiden werden, seht ihr dann in der nächsten Folge. Hat mich gefreut, wart ihr mit dabei. Nicht vergessen zu abonnieren und die Glocke aktivieren. Gerne ins Discord joinen und mitspielen, wenn wir wieder irgendwas Lustiges mit der Gilde unternehmen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!